Freunde, viele fragten sich, was gestern mit der französischen Nationalmannschaft in der ersten Hälfte los war. Und einer hat dafür eine Antwort, die mal wieder ja auf eine Verschwörungstheorie anspielt. Es geht um Piers Morgan. Piers Morgan, der Moderator und Journalist, der Ronaldo interviewt hatte, dieses legendäre Interview vor ein, zwei Monaten, wo Ronaldo ja auspackte. Und er ist ja sehr großer Ronaldo-Fan, Piers Morgan. Und er sagte gestern, dass er glaube, das hat er zumindest so getweetet, ob es ernst gemeint wurde oder nicht, das weiß ich nicht, aber er glaubte, dass die Mannschaft von Frankreich absichtlich vergiftet wurde. Das tweetete er. Und ja, ob das nur ein Witz war, ein Scherz war, weil sie so schlecht gespielt haben, oder ob er damit wirklich auf die Verschwörungstheorien, die es ja auch gibt, anspielt. Viele haben gesagt, ey, Argentinien hat hier eine Verschwörung bei dieser Weltmeisterschaft. Selbst Spieler wie Pepe, wie Bruno Fernandes haben so ein bisschen Wind auf die Mühlen gegeben von den Verschwörungstheoretikern, weil sie gesagt haben, unter anderem Pepe, man kann doch gleich Argentinien den Pokal geben. Und ja, es gab ein paar komische Sachen, unter anderem, dass im Viertelfinale noch ein argentinischer Schiedsrichter pfiff. Das kann man definitiv auch kritisieren. Es gab einige merkwürdige Elfmeterentscheidungen für Argentinien, auch das kann man kritisieren. Auch eine komische Schiedsrichterleistung gegen Holland. Im Finale gestern, muss ich allerdings sagen, wurde jetzt Argentinien für mich nicht bevorzugt. Man kann darüber streiten, ob das erste Elfmeter war. Für mich war es eher einer, weil Dembélé sich da sehr doof anstellt, einfach in dieser Situation das Tor nicht zu geben, weil der Spieler auf dem Rasen sind. Ersatzspieler finde ich Quatsch, finde ich gut, dass er das gegeben hat. Man kann über eine rote Karte streiten bei dem Foul an Kolo Muani. Da gab es einige Leute, die gesagt haben, das hätte rot sein müssen. Aber es war jetzt nicht irgendwie, dass das irgendwie extrem eindeutig gegen Frankreich da gepfiffen wurde. Warum Frankreich gestern so drauf war? Also ich glaube hier nicht an irgendwelche Vergiftungsgeschichten oder so. Ich glaube halt einfach in einem Land mit diesen klimatischen Bedingungen, mit vielen Klimaanlagen, die Spieler sind nicht daran gewöhnt, da verbreiten sich einfach naturgemäß eher Erkältungen und oder Grippen oder auch selbst in Deutschland aktuell. Ich kenne so viele Leute, die krank sind. Dementsprechend, ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach normal war. Da hatte Frankreich einfach mehr Pech als zum Beispiel Argentinien. Aber auch Brasilien zum Beispiel hatte viel Probleme mit kranken Spielern. Unter anderem Antony, der Spieler von Manchester United, war ja auch krank aufgrund der Klimaanlagen, hat er gesagt und so weiter und so fort. Also ich glaube hier nicht an so eine Verschwörungstheorie. Klar kann man sagen, dass Argentinien schon auch Glück hatte bei dieser Weltmeisterschaft. Das will ich auf gar keinen Fall irgendwie unterschlagen. Aber eben nur Glück und nicht irgendwie, dass da irgendetwas hinter Kulissen irgendwie ausgetüftelt wurde. Das glaube ich nicht. Eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.